Hallo, mein Name ist Ingo Bossler und ich möchte dir zeigen, wie man JupyterLab mit Versionskontrolle installiert. Das heißt, auch als eingeschränkter Benutzer unter Windows, ohne Administratorrechte, ganz so wie man sich im Unternehmensumfeld häufig vorfindet. Und dazu habe ich ein automatisches Konfigurationsskript entwickelt, das viele Einrichtungsschritte automatisiert ausführt und ja, einige zusätzliche Erweiterungen installiert und Konfigurationen vornimmt. Als nächstes werde ich zeigen, wie man das System installiert. Das besteht aus drei Schritten. Zunächst benötigt man Git und TutoSkid. Das kann man separat installieren oder es wird vom Systemverwalter bereitgestellt. Im zweiten Schritt benötigt man Anaconda. Da gibt es ein komplett fertiges Paket. Das kann man von der Webseite von Anaconda herunterladen. Und abschließend führt man das zuvor erwähnte Konfigurationsskript aus. Und im Anschluss teste ich diese Installation, um zu zeigen, wie das funktioniert und welche Sachen installiert wurden. Das ist einerseits die Notebook-Verknüpfung und die Git-Erweiterung werde ich kurz zeigen, wie die aussieht und wo sie zu finden ist. Und auch ein Beispiel für die grafischen Bedienelementen, das heißt für die GUI-Widgets, werde ich zeigen. Als nächstes kommt die Installation. Jetzt installiere ich Git und TurtoiseGit. Das Skript, das ich hier entwickelt habe, das geht davon aus, dass Git und TurtoiseGit dann schon installiert sind. Denn es gibt zwei Ansätze dafür. Wenn man Administratorrechte an einem PC hat, kann man das selbst installieren. Für Git for Windows ist es kein Problem. Das ist die Kommandozeilenschnittstelle und für die meisten Entwickler, die es schon länger benutzen, ist das ausreichend. Das kann man auch als normaler Benutzer installieren. Für die grafische Bedienoberfläche, die TurtoiseGit bereitstellt, benötigt man allerdings Administratorrechte, da sie eine Kontextmenüerweiterung im Windows Explorer hinzufügt. Da würde man dann hier das Paket 64-Bit herunterladen und installieren mit Standardeinstellungen. Hat man allerdings nur Benutzerrechte, kann man das nicht machen und man ist darauf angewiesen, dass in dem Umfeld, in dem man arbeitet, ein Paket, Gesamtpaket von Turtoise und Git bereitgestellt wird, sodass es hier angefordert werden kann und dann installiert es auf dem PC, meistens in einer etwas älteren Version, aber das ist hier jetzt ausreichend. Das stellt dann grundlegende Git-Funktionen bereit. Hier zum Beispiel kommt dann das Kontextmenü für Git Clone und Git Create Repository hier, was bedeutet, dass man einerseits ein vorhandenes Repository aus dem Internet herunterladen kann oder ein neues hier anlegen kann. Und dann gibt es auch ein erweitertes Menü für Turtoise mit Einstellungen und so weiter. Das ist kontextabhängig. Wenn ich in ein vorhandenes Repository gehe, das Git organisiert ist, wie zum Beispiel das Modul Jupyter LMFit, dann werden hier andere Möglichkeiten angezeigt. Man kann sich zum Beispiel die Historie anschauen mit Show Log. Und dann gibt es über das TurtoiseScript ein kleines Fenster mit den Änderungsnotizen und welche Dateien davon betroffen waren und kann sich da alle Details zu anschauen. Es gibt auch ein Menü, um dann zu synchronisieren mit dem Ursprung dieses Repositories, meistens auf GitHub zum Beispiel, ja, oder andere Änderungen zurückzuspulen und so weiter. Als nächstes installiere ich Anaconda. Da habe ich schon die entsprechenden Pakete heruntergeladen. Am besten installiert man das aktuellste Paket. Es kann allerdings zu Problemen kommen mit dem Virenscanner. In diesem Fall bietet es sich an, ein älteres Paket zu nehmen, da es scheinbar Änderungen gab in den letzten Installationspaketen. Jedenfalls funktionierten bei mir ältere Pakete dann besser, sodass der Virenscanner sich dort nicht gemeldet hat während der Installation. Denn unterbricht der Virenscanner die Installation, ist das Paket sabotiert sozusagen. Man muss es eigentlich löschen und neu installieren, denn es ist nicht zuverlässig funktionsfähig dann. Die Installation des Anaconda-Pakets ist denkbar einfach. Man doppelklickt das Paket, bestätigt die Ausführung und folgt dem Installationsdialog. Dabei hält man sich an die Standardeinstellungen und bestätigt die Lizenzvereinbarungen. Wichtig ist hier, dass man nur für den aktuellen Benutzer installiert, dann braucht man keine Administratorrechte. Im Folgenden lässt man den Pfad für die Installation bei den Standardeinstellungen, am besten im Benutzerverzeichnis unter Anaconda 3, so wie hier im Beispiel gezeigt. Auch die nächsten Optionen belässt man bei der Vorgabe und schon startet die Installation. Das Ganze dauert eine Weile. Ich beschleunige das hier mal kurz. Wenn die Installation erfolgreich war, kann man sich noch die Details anschauen. Hier müssten dann auch Details zu irgendwelchen Fehlern stehen, wenn sie aufgetreten sind. Und wählt dann Next, um weiterzugehen. Gibt es da noch eine Information? Und
Man kann sich ein Tutorial anzeigen lassen, das machen wir hier nicht, und beenden das. Jetzt müsste Anaconda im Windows Startmenü installiert sein. Das heißt, wir öffnen das Startmenü, da müsste ein Verzeichnis sein, das heißt Anaconda, mit Links zum Anaconda Navigator, zu PowerShell und zum Prompt. Wenn man das startet, müsste sich der Anaconda Navigator öffnen. Hier habe ich das auch mal etwas beschleunigt, beim ersten Mal dauert es immer etwas. Und mehrere schwarze Fenster ploppen kurz auf. Genau, das ist der Anaconda Navigator. Der bietet eine Oberfläche mit den verschiedenen Anwendungen, die bei Anaconda mit installiert wurden. Hier ist wichtig das JupyterLab. Das kann man hier über Launch starten. Das habe ich hier im Video mal etwas beschleunigt. Das sollte sich in dem Standard-Webbrowser des Systems öffnen. Hier ist stärkstens empfohlen, Chrome zu benutzen, da der ursprüngliche Edge, der mit Windows ausgeliefert wird, meist weniger gut funktioniert. Allerdings ist der neue in den neuesten Windows-Updates auch Chrome-basiert und sollte daher kein Problem darstellen. Das ist die Oberfläche vom JupyterLab. Sie zeigt hier meistens das Benutzerverzeichnis an. Hier ist das scheinbar das letzte Benutzerverzeichnis. Wenn man hier auf Python 3 klickt, öffnet ein Notebook mit Python 3, was hier oben rechts in der Ecke steht. Das ist die Standardeinstellung und Installation. Für die erwähnten Features, die ich vorhin zeigte, ist es nötig, noch das kleine Skript auszuführen, das ich vorbereitet habe. Dieses Konfigurationsskript verknüpft einerseits die Jupyter Notebook Dateiendung IPNB mit dem JupyterLab, sodass durch Doppelklick dann automatisch das JupyterLab gestartet wird in dem Standardbrowser des Systems. Es installiert auch die JupyterLab-Erweiterung für Git, das heißt für die Versionskontrolle, indem man recht bequem die Änderungen an Notebooks erfassen kann. Wie das funktioniert, habe ich in einem separaten Video nochmal vorgeführt. Den Link dazu gibt es am Ende dieses Videos. Das Konfigurationsskript installiert auch Erweiterungen für interaktive Bedienflächen. Das heißt, Schaltflächen und Knöpfe kann man in ein Notebook einbauen, sodass es wie ein normales Programm bedienbar wird und nicht ausschließlich programmiert werden muss. Weiterhin fügt das Skript auch Aktionen für TutorSkit im Kontextmenü des Dateiexplorers hinzu. Das sind Optionen und Aktionen, die man häufig benutzt, die für Git ganz praktisch sind, wie zum Beispiel sich die Änderungshistorie anzeigen oder Änderungen rückgängig machen, Änderungen hinzufügen, Dinge, die standardmäßig nicht in diesem Kontextmenü erscheinen. Weiterhin aktualisiert das Konfigurationsskript das Anaconda-Paket und darüber hinaus, wie schon erwähnt, benötigt es keine Administratorrechte und lässt sich auch als Benutzer ohne Umstände benutzen. Dazu schließe ich das JupyterLab hier erneut. Ja, einmal schließen. Und den Anaconda-Navigator schließen wir auch. Anschließend gehen wir auf die Webseite für das Skript. Das ist unter bumresearch/jupyterintegration auf GitHub. Da gibt es einen grünen Button, einen grünen Knopf mit Code. Und da ist die Internetadresse angegeben, unter der man dieses Skript für JupyterLab herunterladen kann. Da klicke ich auf das kleine Symbol daneben und da wird das in die Zwischenablage gespeichert. Das ist recht hilfreich, weil ich nun im Verzeichnis meiner Wahl, wie zum Beispiel im Downloads-Folder, Rechtsklick machen und Git Clone. Das ist das Kontextmenü vom TutorSkit. Und TutorSkit fügt ja automatisch den kopierten Link ein. Und dann brauche ich nichts weiter machen als OK. Und da es ein öffentliches Repository ist, wird das automatisch heruntergeladen und befindet sich dann hier im Verzeichnis Jupyter-Integration. Da gehe ich rein und dann gibt es hier das Anaconda-Update-Script. Das werden wir ausführen. Dabei öffnet sich dann ein Kommandofenster von Windows. Daran teilt das Skript mit, dass es eine Logdatei anlegt, in der der Fortschritt der Konfiguration protokolliert wird. Das ist im selben Verzeichnis wie das Skript und man kann sich das anschauen mit Notepad++. Da das Notepad eine sehr einfache Möglichkeit bietet, Änderungen einer Datei zu verfolgen, durch das Anklicken des Augesymbols, da steht Monitoring dran, werden Änderungen verfolgt. Wenn ich ganz ans Ende der Datei scrolle, so wie hier zu sehen ist, da schreibt das Skript neue Änderungen oder die Status-Updates während der Installation hinein, fügt es hinten an in die Datei und das Notepad++ lädt die Datei bei jeder Änderung erneut, sodass man hier die durchlaufenden Ausgaben aus dem Skript lesen kann. Wenn das Skript erfolgreich durchgelaufen ist, teilt es am Ende mit, dass es erfolgreich war und wie lange es benötigt hat. Man muss sich das allerdings nicht anschauen, kann es einfach arbeiten lassen. Das dauert hier beim ersten Mal unter Umständen etwas lange, denn wenn viele Pakete aktualisiert werden müssen, dann ist aktualisiert auch die gesamte Anaconda-Installation parallel. Und am Ende schließt sich das Fenster einfach und es sollte alles vorbereitet sein. Jetzt geht es ans Testen der installierten Programme. Als erstes werde ich die IPNB-Notebook-Datei-Verknüpfung mit dem JupyterLab testen. Zum Testen der Verknüpfung kann man
auf ein vorhandenes Notebook, das heißt eine Datei mit der Endung IPNB, doppelt klicken und das sollte sich das JupyterLab im Standard-Webbrowser öffnen. In der Dateiansicht wird dann das Verzeichnis mit der eben geöffneten Datei angezeigt. Die Zellen des Notebooks können jetzt durch Drücken von Umschalt-Enter ausgeführt werden und wie hier zu sehen ist, wird dadurch das Hello World mit der eingestellten Verzögerung von 2 Sekunden ausgegeben. Also halt die Verknüpfung der Dateiendung klappt. Jetzt teste ich die Git-Erweiterung und schaue mir an, wo und wie sie installiert ist und zeige kurz, wie man sie benutzt. Standardmäßig startet das JupyterLab im Nutzerverzeichnis und zeigt hier auf der rechten Seite die vorhandenen Dateien und Verzeichnisse an. Hier habe ich ein Verzeichnis Code und das gehe ich mal. Da sind verschiedene Projekte und wenn ich hier ein neues Notebook starte, wird es direkt in dem Verzeichnis abgelegt. Neben dem Dateibrowser, der hier unter diesem Dateiverzeichnissymbol zu sehen ist, gibt es auch einen Bereich für Git, wenn diese Erweiterung installiert ist. Das ist das Git-Symbol. Wenn ihr drauf geht, sagt er, dass das Verzeichnis kein Git-Repository ist. Und um Git zu nutzen, muss man entweder in ein Verzeichnis gehen, das initialisiert wurde mit Git, oder dieses hier initialisieren. Also bietet sich an, das Verzeichnis zu initialisieren. Es gibt auch ein Menü, um ein vorhandenes Verzeichnis zu klonen. Da gibt man hier dann die URL ein, wie sie zum Beispiel bei GitHub angezeigt wird. Das machen wir jetzt nicht. Stattdessen initialisiere ich das Repository und frage dann mich nochmal, ob ich das wirklich möchte. Und das ist die Standardansicht für das initialisierte Verzeichnis. Das Skript installiert auch die nötigen Pakete für grafische Bedienelemente in einem Jupyter-Notebook. Ich zeige das mal kurz am Paket JupyterLMFit, das so eine grafische Benutzeroberfläche für eine Fitting-Routine bereitstellt. Wenn ich das starte mit dem Doppelklick, wird das JupyterLab automatisch gestartet und die Datei geöffnet. Jetzt führe ich die Zellen nacheinander aus mit Shift-Enter. Das dauert bei den ersten Zellen etwas länger, da die Bibliotheken geladen werden müssen. Bei allen weiteren Zellen geht es dann etwas schneller. Hier ist schon die Oberfläche zu sehen. Da werden hier zusätzliche Knöpfe, Schaltflächen, Auswahlboxen angezeigt für Modelle. Hier im unteren Bereich ist ein Plot von einer Beispieldatenkurve zu sehen und in Orange ist dann die Modellkurve zu sehen, die hier oben konfiguriert werden kann. Man nimmt ein gaussisches Modell, passt das einmal an. Dann sieht man, dass die Anpassung ja suboptimal ist. Man kann noch eine Exponentialfunktion darüber legen. Und hier die Anpassung durchführen. Und da sieht man schon, dass die Messdaten viel besser angepasst werden durch eine Gauss-Kurve und eine Exponentialkurve. Hier sind Auswahlboxen für die einzelnen Parameter der Funktion und Häkchen können verteilt werden für solche Parameter, die tatsächlich angepasst werden sollen, variiert werden sollen. Solche ohne Häkchen, die sind fest, die werden nicht variiert. Ja, das ist hier ein Fenster, das sich automatisch öffnet, wenn man JupyterLab startet. Hier ist der Server zu sehen, der gestartet wird im Hintergrund. Wenn dieses Fenster geschlossen wird, dann ist auch JupyterLab aus. Man merkt das gleich, wenn ich das schließe, dass dann hier das Frontend sagt, der Server ist weg. Genau, dann kann man das auch schließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war informativ. Weitere Informationen gibt es auf GitHub unter der hier gezeigten Adresse. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Reproducible Science Guide und natürlich das Anaconda-Paket. Das findet man auf der Webseite von Anaconda. Vielen Dank und ich freue mich auf Feedback.